Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Banjo-Kazooie The Jigs of Time. Aktuell sind wir hier in Dodongos Höhle am Start. Haben im letzten Teil noch ein Puzzleteil bekommen. Richtig cool. Ich würde sagen, wir gehen erstmal weiter. Denn wir haben hier auf jeden Fall noch viele Geheimnisse zu lüften. Zack. Unter anderem haben wir hier halt so ein komisches Schild. Ich weiß nicht genau, was uns das jetzt sagen soll. Wir haben jetzt hier halt, keine Ahnung, wir sollen fliegen oder so? Ich habe keine Ahnung, was uns das sagen soll. Ich soll springen und dann fliegen. Keine Ahnung. Gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was das bedeutet. I don't know. Irgendwo vielleicht eine Möglichkeit abzuflattern. I don't know. Wirklich keine Ahnung. Ja, darüber müssen wir halt irgendwie noch. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Gänge, die wir abgrasen müssen. Hier oben erstmal das Puzzleteil geholt im letzten Part. Das hat gut geklappt. Und jetzt würde ich sagen, wir hatten hier unten noch einen geheimen Pfad, wo eine Leiter nach oben ging. Dem würde ich nochmal kurz folgen. In der Hoffnung, dass wir da vielleicht auch was Schönes bekommen. So, ja. Wäre gut, wenn ich da jetzt auch nichts verkacke, weil... Hier, ne? Die Gegner würde ich ungern jetzt nochmal machen. So, das ist irgendwie auffällig, dass da so die Lava pluppert. Vielleicht muss man sich da auch reinfallen lassen. Muss ich mal ausprobieren, weil wir haben irgendwo ein Rätsel, dass ich in fallende Lava rein soll. Keine Ahnung, ob das irgendwie relevant ist. Müssen wir mal schauen. Okay, wir kriegen ein paar goldene Federn. So, aktueller Stand war auf jeden Fall, wenn wir in Lava reinfallen, landen wir wieder am Eingang. Das ist nicht cool. Da müssen wir echt aufpassen. So, was haben wir denn hier? Oh, noch ein Puzzleteil. Hey, wie geil. Ja, dann haben wir das auf jeden Fall jetzt abgeschlossen. Ich glaube, hier müssen wir nicht nochmal lang. Dann würde ich glatt mal versuchen, da unten dann rein zu hopsen. So, darf ich das mal ein bisschen drehen? Die Kamera will nicht so recht. Zack. So. Das sieht mir halt ein bisschen auffällig aus, weil überall ist das halt nicht. Mit dieser Lava. Ne, dass hier dieser Dunst entsteht. Den hier meine ich. Vielleicht ist das ein Hinweis. Deswegen, ich gehe mal kurz hier reingucken. Ist ja nur die Idee. Nee, okay. Hat nichts damit zu tun. Alles klar. Ist aber nicht schlimm. Wir haben quasi jetzt die rechte Seite komplett abgecheckt. Haben zwei Puzzleteile bekommen. Obwohl, gucke mal. Da ist ja auch noch ein Jinjo. Zu dem müssen wir ja auch noch irgendwie... Ja, shit. Da muss es irgendwie noch einen Weg geben. Da muss ich nochmal kurz gucken. Da muss irgendwie noch einen Weg hinführen. Ich guck mal ganz kurz. Wie sieht denn das hinter dem aus? Ja, schwer zu sagen. Aha, okay. Also für mich sieht das aus, als ob da einfach ein Weg lang geht, ne? Wenn da irgendwo eine unsichtbare Wand ist? Ja, shit. Also theoretisch. Oh Gott. Ich weiß nicht, warte mal. Hier sieht es mir auf jeden Fall nicht so aus. Aber es müsste ja theoretisch auf dieser Seite hier irgendwo sein, oder? Ja. Ja, kommen schon wieder ein paar Rätsel auf hier. Weiß nicht, ob... Hier, ich glaube, die Sprungplatte ist nur dafür da drüben da. Oder meinst du, die hat irgendwie noch einen anderen Sinn? Ich guck mal ganz kurz. Haben wir hier noch irgendwas mitmachen können? So auf den ersten Blick ja erstmal nicht. Oh, warte mal. Nee. Ergibt keinen Sinn. So, warte. Ich guck mal ganz kurz. Aber nee, ich glaube, die ist wirklich nur für da drüben da. Ansonsten ergibt diese Sprungplatte wirklich keinen Sinn. Okay, ich gehe nochmal kurz den Weg hier. Also theoretisch muss hier auf der Seite irgendwo was sein. Ist halt jetzt doof, weil ich muss nochmal goldene Federn verwenden. Das ist, hätte ich jetzt ungern gemacht. Aber ich glaube, es muss sein. Shit. Ey, das ist so eklig, ne? Das ist
ist echt eklig, da lang zu gehen. Machen wir vielleicht später. Ich gehe erstmal auf der linken Seite lang. Vielleicht finden wir da eher was. Weil da drüben haben wir auf jeden Fall auch noch 1, 2, 3 Wege. Ja, mal gucken. Mal gucken, was wir ausfindig machen. Wir haben 18 Noten mittlerweile schon. Ich denke mal, das wird sich auch eine Weile ziehen. Ne? Ich weiß nicht, wie tiefgründig das hier alles reingeht. Aber wir haben ja theoretisch noch Goronia, den Todesberg, was wir erforschen können. Bin mal gespannt. So, warte mal, hier ist einfach eine goldene Feder drunter. Die krallen wir uns auf jeden Fall. Goldene Federn brauchen wir dann demnach bald. So. Okay, schauen wir mal, was hier so abgeht. Aber wir dürfen auf jeden Fall den Jinju im Hinterkopf nicht vergessen. Wäre ganz cool, wenn man den irgendwie... Na? Das sind, glaube ich, jetzt nur... Ach, Mann. Meine Schusskünste sind mal wieder atemberaubend. Ja, das sind nur goldene Federn. Würde ich erstmal so liegen lassen. Oben ist auch nichts. Eine können wir mitnehmen, glaube ich. Hier war eben ein Affe. Wo ist denn der hin? Der ist irgendwie despawned. Da ist ein Game! Das Oracle of Ages. Ne, Seasons. Oracle of Seasons liegt da in der Ecke rum. Boah, ich hoffe, ich vertausche die gerade nicht. Aber ich glaube nicht. So, wir latschen hier mal kurz hoch. Da oben ist auch eine Schatzkiste. Mit der Sprungplatte zu erreichen wahrscheinlich. Ba, 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 ba. Mann, ey. So. Ein Ei. Hallo, McFledermaus. Aua. Irgendwie bleiben die manchmal einfach so in der Luft hängen. Soll das so sein? Ist das normal auch so? Man weiß es nicht. So, da ist eine Tür. Kann ich hier noch irgendwas machen? Nope. Da hängt noch eine Fledermaus. Die nehmen wir mit. Und dann haben wir natürlich hier noch ein Ei und die Sprungplatte, mit der wir wahrscheinlich dann da oben drauf kommen. Ach, Mann. Ja, das hat jetzt irgendwie nicht so gut geklappt. Hui, jawohl. Das war gut. Zack. Ach man, nur eine goldene Feder. Mehr ist da nicht. Okay. Hat hier zumindest ein bisschen was erwartet. Schade. Okay. Ich guck mal hier. Aber nö. Das war's dann hier auch erstmal. Schade. Leider kein großer Erfolg in diesem Raum. Weiter geht's. Zack. Da habe ich, glaube ich, schon ein Puzzleteil gerade gesehen, oder? Nee, oh, die Wabe. Ah. Die wollen wir natürlich auch haben. Frage ist natürlich, wie kommst du denn da oben ran? Ah. Hä? Kommt mir gerade irgendwie alles so ein bisschen einfach vor. Keine Ahnung. So, direkt die nächste Wabe bekommen. Hier hängen noch ein paar Fledermäuse rum. Hier geht's weiter. Ja, let's go. So, ist auf jeden Fall ein bisschen eingekürzt, ne? Es fehlen hier ein paar Räume, die normalerweise in Dodongos Höhle mit drinne sind. Aber ich will mich nicht beschweren. Trotzdem, geile Aufmachung, cool gemacht. So. Und da... Okay, das ist ein Fake. Das sieht man jetzt mittlerweile schon. Also mittlerweile bin ich ein bisschen geschult, was das angeht. So. Mittlerweile erkenne ich es. Tatsächlich. Was ist das? Guck mal, da ist ein Loch. Da ist ein Loch in der Wand. Komme ich doch bestimmt irgendwie rein. Muss ich mich hier klein machen? Es sieht mir fast danach aus, als ob ich mich hier irgendwie klein machen muss. Okay, müssen wir uns auch mal im Hinterkopf behalten. Frage, komme ich? Das war echt schlecht. Das war richtig schlecht. Ja, er hier. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das mit ihm machen. Ich würde ihn erstmal stehen lassen, im Hinterkopf behalten. Und wir gehen mal kurz hier rein. Wir müssen sowieso wiederkehren, denn wir müssen uns ja irgendwie noch klein machen. Ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert. Irgendwo, theoretisch, müssen wir hier unseren Freund finden. Den Hokuspokusmann. Was ist denn da drin? Ah, da müssen wir uns auch klein machen.
Also irgendwo ist hier, entweder ist hier jemand, der macht uns klein, oder irgendwo anders ist der. Ne, unser Voodoo-Typ, quasi. So, das hier ist normalerweise auch nicht so. Da führt normalerweise noch ein Gang weiter. Hier kommen wir einfach so an eine ganz easy Schatzkiste mit einem Leben. Wow, wow, wow. Okay, gehen wir mal zu Dodongo rein. Ja, das ging nicht. So. Aua. Mann, die sind irgendwie so ein bisschen special, ne? Die schwarzen Affen sind irgendwie ein bisschen special. Merkwürdig. So. Ein paar Musiknoten einsacken. Sind wir bei 29. Ist irgendwie auch eine komische Zahl. Und, oh, hier ist aber nichts weiter. Ei, hier ist ja 30. Alles klar. So, und dann können wir hier durchbashen. Du Dongo, möchtest du mir was sagen? Shit, ey, wie komme ich denn da hin? Wahrscheinlich auch durchs Kleinmachen, hätte ich gesagt. Und dann hier durchhüpfen. Wäre jetzt meine Vermutung. Okay, gut. Ich bin erstmal zufrieden damit. Wir müssen hier auf jeden Fall her und müssen uns nochmal klein machen. Einmal da oben hin, da können wir irgendwo durch ein Loch durch. Und hier können wir auch irgendwie durch ein Loch durch. So, jetzt widme ich mich nochmal dem Typen hier kurz. In der Hoffnung, dass wir da irgendwie das Rätsel noch lösen. Ich vermute, da gibt es vielleicht irgendeine unsichtbare Wand. Oder man muss sich hier halt wirklich ganz doof irgendwo an der Stelle durch die Lava fallen lassen. Die Frage ist halt, wo? Wo lässt du dich hier durch die Lava fallen? Wir haben ja jetzt nicht so viele Orte an sich. Tja. Wenn dann vielleicht da oben irgendwo? Da oben vielleicht irgendwo? Und da sind die Federn. So, okay, warte. Ba, 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 ba. Okay, hat geklappt. Sehr schön. Wie gucken wir mal. Haben wir denn hier irgendwelche Wege, die ich vielleicht übersehen habe? Unsichtbare Wände. Ich meine, es geht ja auch hier irgendwie ganz merkwürdig nach oben. Vielleicht ist hier einfach irgendwo an der Seite eine Nische, die ich übersehen habe. Also auf den ersten Blick eigentlich nicht. Und hier haben wir halt immer noch das komische Ding mit der roten Feder. Was soll mir das sagen? Was soll mir das sagen? Düdü ist gleich rote Feder. I don't know, Leute. Ich weiß es nicht. Aber es gibt halt die Stelle. Ich soll mich an die Stelle erinnern mit der roten Feder. Ja, wo ist denn die rote Feder? Ich weiß es nicht. Was ist denn gemeint? Was ist denn nur gemeint? Hui. Was soll ich tun? Meine Lieben. Wir könnten auf Dodongo, also hier auf das Gesicht nochmal drauf. Ja, weiß ich aber nicht, ob das Mehrwert hat. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal rüber. Wenn nicht, hätte ich gesagt, wir verlassen erstmal die Höhle. Aktuell weiß ich nämlich nicht so richtig weiter. Vielleicht doch einfach mal durch die Lava plumpsen lassen. An oberer Stelle. Also es muss auf jeden Fall, glaube ich, irgendwo ein Geheimnis geben mit fallender Lava, weil... Also beziehungsweise, dass man in die Lava reinhüpft. Weil das hat uns ja die Fee gesagt. Dementsprechend hätte ich halt gesagt. Da hinten vielleicht irgendwie. Weil das ergibt für mich so ein bisschen Sinn. Weil wir ja... Da müsste irgendwo der Jinjo sein. Vielleicht muss man sich da irgendwie ganz komisch durchfallen lassen. Oder halt da oben. Könnte ich mir auch vorstellen. Ich gehe nochmal kurz hochgucken. So. Ich weiß nicht. Ich weiß einfach nicht, Leute.
Wo müssen wir hier lang? Soll ich einfach mal reinhüpfen? Komm, ich guck mal. Ja, keine Ahnung. Da war jetzt auch nichts. Okay, Leute, ich verlasse erstmal den Ort hier. Aktuell weiß ich nicht, wie ich an den Jinjo komme. Und ich brauche halt irgendeine Verwandlung, womit ich klein werde und dann da rein kann. Vermutlich oben bei den Goronen vielleicht ist die Verwandlung. Das müssen wir mal rausfinden. Wir gucken uns erstmal die Umgebung an, würde ich sagen. Und hoffen mal aufs Beste. Ach, es ist cool. So, hier sind noch Noten am Start. Dann hier. Okay. Hey, was ist da los? Was ist das denn? Das ist anders, als ich das kenne. Was ist denn hier für eine Festung aufgebaut? Ja, da ist der Todesberg. Okay, wir haben Änderungen, würde ich sagen. Ich folge erstmal dem Pfad hier. So, kommt gleich ein Erdbeben oder was passiert? Shit. Ba, 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 ba. Da, 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 da. Warum haben wir denn hier Toxinfässer? What the heck? Okay, das könnte auch die Falling Lava sein, die vielleicht gemeint ist. Du Scheiße. Oh Gott. Das wird lustig werden. Ba, ba, ba. Hallo, komische Spinne. So, warte, ich gucke hier mal kurz rein. Aber das ergibt für mich keinen Sinn, da lang zu gehen. Da hinten irgendwie. Da ist auch ein Vorsprung. Ach ja, das wird alles sehr lustig hier. Ich hab's schon im Urin, yeah. Okay, gucken wir mal. So, let's go. Hier müssen wir auch wieder klein sein. Gibt viele Orte dafür. Okay, da ist eine Leiter. Da, eine goldene Feder. Da haben wir eine Musiknote. In der einen Musiknote jump ich jetzt da runter, oder was? Soll ich von hier aus weiter jumpen? Du Scheiße. Ich weiß nicht, wollen wir erstmal ganz hoch? Oder... Eieieiei. Okay, da drüben. Und ich hatte vorhin hier unten gesehen, ne? Dieser Stein gibt mir große Sicherheit. Ach, Mano. Okay. Fabelhaft. Okay, genau, da ist auch so eine Felsspalte. Ich weiß nicht, ob da was drin ist. Sieht für mich aktuell nicht so aus. Hä? Da war gerade ein Puzzleteil. Hä? Oh Gott. Oh Gott. Ja, komme ich darüber jetzt dahin? Möglich. Und hier geht's irgendwie auch noch weiter später. Okay, ich jump erstmal hier rein. Oh nein, ich muss rutschen. Nein! Okay. Kaputt? Was? No worries. If you fall in lava, you will appear at the beginning of the level. Okay. Ja. Das haben wir ja mittlerweile auch schon rausgefunden. Also er sagt uns quasi, dass er Angst hat, dass er seine Noten verliert, wenn er in die Lava fällt, aber ja, es ist ja nur so, dass wir... Oh, ist aber Tomb Raider. Das ist aber Tomb Raider. Lara Croft ist am Start. Ja, es ist ja nur so, dass wir am Beginn des Levels starten. So. Ja, wir haben hier Wachtürme überall. Was ist denn hier nur los, Alter? Das war schlecht. Eigentlich wollte ich springen. Oh, hier ist wieder ein Spiel. I'm not sure, was das ist.
Ja, okay. Das klappt nicht so. Wir gucken uns hier unten erstmal kurz um, ob es hier noch irgendwelche Geheimnisse gibt, bevor es weitergeht. Aber auch der Part neigt sich schon wieder dem Ende zu, liebe Leute. Dementsprechend würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und beim nächsten Mal wieder einschalten zu einer neuen Runde. Banjo-Kazooie, The Jig is of Time. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Leute.